Die Stadt Freiburg sieht sich gern als Vorreiterin bei der ökologischen Stromerzeugung. Jetzt gibt es dort eine bundesweite Neuheit. Dieses futuristisch anmutende Gestänge ist die erste Fahrradstrecke mit Solardach. Und das bringt gleich mehrere Vorteile. Es erzeugt Strom und hält die Radelnden trocken. Heute wird das Pilotprojekt eröffnet. Dieser Radweg an der Freiburger Messe hat es in sich bzw. auf dem Dach. 912 Photovoltaikmodule verbaut auf 300 Metern Strecke. Die Konstruktion schützt vor Wind und Wetter, spendet Licht und sie liefert Strom. Denn das Sonnenlicht, das auf die Überdachung strahlt, wird in Energie umgewandelt. Ein einzigartiges Projekt für 1 Million Euro. Natürlich ist der Kosten-Nutzen-Effekt bei diesem Projekt nicht wahnsinnig groß, aber das war es bei den ersten Solarmodulen, bei den ersten Windrädern auch nicht. Wir haben jetzt schon Anfragen aus ganz Deutschland, ich glaube aus ganz Europa und der Welt werden weitere folgen. Wir müssen mit unseren Flächen möglichst nachhaltig umgehen. Mit Wissenschaftlern und dem kommunalen Energieversorger hat die Stadt Freiburg den Solardachradweg realisiert. Beim Bau kam es auf passgenaue Module, ein lichtdurchlässiges Trägersystem und Verkehrssicherheit an. Photovoltaik auf öffentlichen Flächen, technologisch eine Herausforderung. In den kommenden 10 Jahren will der Energieanbieter aus Sonne und Wind 1000 Megawatt Energie erzeugen. Und da braucht es viele Technologien. Da braucht es die PV-Anlage auf dem Privathaushalt, Dach. Da braucht es auf Industriegeländen und da braucht es aber auch auf versiegelten Flächen in der Stadt. Das heißt, auf Parkplätzen genauso wie hier auf Radwegen. Eine Doppelnutzung anzustreben, wo ich sozusagen unten den Fahrradweg habe und oben regenerativen Strom erzeuge, das ist die Perspektive. 280 Megawattstunden Strom pro Jahr kann allein aus dem Solardachradweg gezogen werden, was nach Angaben des Energieversorgers dem jährlichen Bedarf von knapp 200 Personen entspricht. Ein Prototyp, der zeigt, wie im urbanen Raum erneuerbare Energie gewonnen werden kann.